willkommen zu einem ganz besonderen Game, und zwar Forspoken. Das wird sicherlich einigen von euch schon ein Begriff sein. Der Trailer wurde unfassbar gehypt. Ich freue mich sehr. Das Spiel kommt am 24.01. raus. Die Demo könnt ihr schon anspielen. Das Game könnt ihr euch holen. Unten in der Beschreibung ist der Link. Meine Community begrüßt euch gerade herzallerliebst im Chat. Die sagen gerade alle Hallo YouTube. Also falls ihr mal vorbeikommen wollt, kommt gerne auf www.twitch.tv/nudelstrich vorbei. Vielen, vielen Dank an Square Enix, dass ich dieses wunderbare Game schon vorher anspielen darf. Das Spiel ist von Lumnius Productions. Kennt ihr vielleicht, haben die Macher von Final Fantasy 15 gemacht. Und die Hauptdarstellerin des Spiels, Frey, habe ich gerade vom lieben Endboss aus dem Chat erfahren, hat beispielsweise, war die Hauptdarstellerin von einer der Resident Evil Serien, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Also auch wieder ein Capture, eine Capture Model. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich wäre super gerne auch mal in einem Game drin und würde mich gerne via Capture Motion komplett in ein Spiel integrieren lassen. Das wird wahrscheinlich nie passieren. Aber egal, ich würde sagen, wir gehen rein ins Game. Ich freue mich sehr. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und vor allem, was ist eure Meinung von diesem wunderbaren Game? Let's go. Und die Grafik wird einfach nur insane sein. Ich freue mich. Wir spielen übrigens auf der PlayStation 5. Let's go. Piu. Ein Fortschritt wird automatisch gespeichert. Unterbrich nicht das Spiel, während das Symbol angezeigt wird. Ich glaube, das habe ich nur einmal gemacht und es instant bereut. Wähle den gewünschten Schwierigkeitsgrad aus. Deine Auswahl hat keinen Einfluss auf den Verlauf der Handlung. Du kannst sie zu jedem Zeitpunkt im Menüeinstellung ändern. Das liebe ich. Wir haben einmal Standard, empfohlen für Spieler, die alle Aspekte des Spiels gleich interessant finden. Anspruchsvolle Kämpfe, empfohlen für Spieler, die Erfahrung mit Actionspielen haben. Erkundung der offenen Welt, empfohlen für Spieler, die gern jeden Winkel der Welt erkunden. Und empfohlen für Spieler, Fokus auf die Story, die sich ganz auf die Geschichte des Spiels konzentrieren wollen. Mega cool. Ich frage mich tatsächlich, wie der Modus anders ist, wenn ich sage Erkundung der offenen Welt. Was ist dann anders? Sind die Gegner dann leichter? Fokus auf Story sind sie definitiv leichter. Erkundung der Welt vielleicht auch nicht so krass. Anspruchsvolle Kämpfe ist klar. Und Standard, empfohlen für die alle Aspekte des Spiels gleich interessant finden, ist alles jetzt zusammen. Fokus auf die Story, da bin ich halt immer ein Freund von. Ich bin immer Fokus auf die Story, aber ich erkunde die ganze Welt. Deswegen würde ich mal sagen, Fokus auf die Story in dem Teil. So. Einstellung zur Bildqualität. Die Option kann später in Einstellung geändert werden. Fokus auf Qualität. Rein da. Let's go. Alle haben etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Wie Familie, Freunde, wie Werte. Oder Heimat. Ganz egal, wer du bist, manche Sachen musst du einfach beschützen. Aber was tust du, wenn die Welt sich gegen dich wehrt? Jetzt weiß ich's. Ich wünschte, ich könnte zurück und es mir erklären. Aber ich war dafür gar nicht bereit. Dezember in einem Gericht. Richterin Maya Bird hat den Vorsitz im Verfahren Das Volk des Staates New York gegen Alfre Holland. Die Anklage lautet versuchter Großdiebstahl. Sie plädieren? Nicht schuldig, euer Ehren. Verstehe. Nehmen Sie ihr die Handschellen ab. Auch wenn es so einfach wäre. Das denkt sie sich gerade selber. Also, bevor wir beginnen, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie nicht zum ersten Mal das Gesetz gebrochen haben. Das linke Dokument lesen, das mittlere Dokument lesen. Ich weiß nicht, ob ich... Ich mach mal das linke. Also, was steht da? Was habe ich gemacht? Abschlusszeugnis, Hudson Pier. Das habe ich lange nicht gesehen. Mhm. Diplom. So, mittleres. Was habe ich gemacht? Auszug Vorstrafenregister, einfacher Diebstahl, schwerer Diebstahl, Hausfriedensbruch. Ah, Schwierig. Ich meine beste Seite. 20 sind wir. Ist ja noch ein richtiges Kücken. So. Kann auch leiser machen, wenn ihr wollt. Toll, so in alten Zeiten zu schwelgen.
Warum sind Sie hier, Frey? Schwerer Diebstahl? Soll das Ihr Weg sein? Nein, aber das Geld war für... Vergessen Sie's. Irgendwann müssen Sie endlich Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen. Ich glaube, ich habe einen ganz, ganz cuten Grund, warum ich das Geld nehme. Bestimmt habe ich irgendwie eine Schwester oder sowas. Haben Sie vom Gewohnheitsverbrechergesetz gehört? Es heißt auch Drei-Verstöße-Gesetz. Ich habe doch nie jemandem Leid zugefügt. Nur sich selbst. Zwei Vorstrafen wegen Diebstahls. Heute mitgezählt sind wir dann insgesamt bei 3. Dafür sitzen Sie unter Umständen ziemlich lange ein. Sie sind so voller... Potenzial? Ich könnte so viel mehr erreichen. Ich habe mein ganzes Leben vor mir. Ich wollte sagen, du bist so voller Wut und Verbitterung, dass ich nicht weiß, ob du je irgendetwas erreichen wirst. Hand aufs Herz. Aber, weil wir bald Weihnachten haben, werde ich dir ein frühzeitiges Geschenk machen. Wehe, du vergeudest es. Ich lasse dich gehen mit der Auflage, dass du 120 Stunden Sozialdienst leistest. Danke. Sie werden es nicht bereuen. Wenn wir uns je wiedersehen, bin ich nicht so milde. Kapiert? Gut. Kannst gehen. Frey, einen Moment. Alles Gute im Voraus. Na, süß. Es ist nicht zu spät, dein Talent zum Wohle anderer zu nutzen. Oh. Kapitel 1, Bindung. Das habe ich so ätzend vorgelesen. 22. Dezember, 16 Uhr. Puh, das war knapp. Die Richterin hat mir den Arsch gerettet. So viel Glück hat man nur einmal. Hallo, Sie! Ihr Handy! Du liebe Zeit! Danke Ihnen vielmals! Schon okay. Passiert jedem mal. Sie sind meine Rettung. Wie konnte sie das nicht hören? Frohe Weihnachten! Ah, frohe Weihnachten! Oh, ich muss nach Hause zu Homer. Die Arme braucht ihr Futter. Oh, geil! Ich darf spielen! Preis, Abenteuer, ein ganz normaler Tag. Schön, lass mich mal alles anglupschen. Aufgabenliste im Notizbuch. Eine neue Aufgabe wurde hinzugefügt. Im Menü unter Notizbuch findest du eine Liste deiner aktuellen Aufgaben. Notizbuch öffnen. Kehre in deine Wohnung zurück. An dem, was die Richterin gesagt hat, war zwar was dran, aber ich kann nicht einfach ändern, wer ich bin. Und wenn ich noch einmal geschnappt werde, ist mein Leben vorbei. Deshalb muss ich auch schleunigst aus der Stadt verschwinden. Also wir haben irgendwas Specialiges an uns und die Richterin weiß es. Ich muss schleunigst nach Hause. Ich laufe trotzdem mal normal, sonst bin ich irgendwie sass, oder? Achso, ich renne. Okay. Sieht ja voll cute aus. Lass mich mal hier alles anschauen. Kann ich überfahren werden? Oh, das ist schon ein Vergehen. Ich komme doch zu spät zur Party. Ich will auch shoppen. Lass mich rein. Oh, ich würde so ein Geschenk mitnehmen. Das ist ja ultra cute. Das ist ja ultra cute. Ist ja voll schön. Oh, welcome in New York. Oma mir schon wieder ein paar Socken schenkt. Welcome. Alles Saft und Co. lese ich nachher vor schon mal. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich hasse diese Kälte. Muss schnell ins Warme. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hasse Kälte auch. Hoffentlich sehe ich nie wieder ein Gerichtssaal von innen. Geht's vom Ton her? Seid ihr alle glücklich? Komm ich auch zum Rocker? Ach, soll das gab es auch so das kein Rockefeller Center sein. Ne? Oh nein. Hallo. Bye. Oh, fuck. Oh, Frey. Dachtest, wir finden dich nicht. Hey, Lisa! Lisa? Echt? Dachte, sie wäre Lisa. Das ist Chrissy! Tja, ganz ehrlich, du siehst für mich eben nicht aus wie eine Lisa. Wo ist das? Ich hab's nicht, okay? Es gab Komplikationen.
Ich hab nicht vor, beim Autoclown erwischt zu werden, aber ist halt so. Ich will keine Komplikationen. Lisa Chantal. Tja, das höre ich heute nicht zum ersten Mal. Oh. Bring die Karre wieder. Ist nicht so einfach. Die Bullen haben sie. Was ist überhaupt das Tolle an der Karre? Das geht dich überhaupt nichts an. Der Boss, Mr. Giggen, ist wirklich übel drauf. Also hol das scheiß Ding wieder. Sonst geht's einer von uns an den Kragen. Darf ich sagen, wem? Echt witzig. Gleich liegst du tot in dieser versifften Gasse und ich sag dir eins. Niemand wird dich vermissen. Niemand. Okay. Okay, du sagst dem Boss, Mr. Chicken. Giggen. Giggen. Giggen! Okay, Giggen. Ich sag ihm, ich könnte ein bisschen mehr Zeit brauchen. Aber schau, ich schieß ihm was vor. Geh mir aus dem Weg, verdammt, los! Aus dem Weg! Verdammt, hey! Warte nur, du kleine Rotzbüre, wenn ich dich erwische, erlebst du dein Dauer. Ziegelstein! Lass das frei! Das ist geil, der uns kann. Flucht von den Mitgliedern der Gang, wenn du nicht schnell genug bist, wird die Gang dich holen. Oh nein! Verdammt, Frey! Ah! Komm sofort zurück, Frey! Jetzt gibt's kein Zurück. Geil. Ah. Oh, alles noch dran? Oh shit, ich hab's eilig. Tut mir echt leid. Ich muss echt einen Ausweg finden. Oh, das ist uncool. Aber die werden ja wohl nicht hier auf offener Straße. Wieso komme ich hier nicht lang? Achso, ich kann ja überall lang. Wo zum Geier steckst du, Frey? Weglaufen ist zwecklos, hörst du? Wo ist auf einmal die Zivilisation Vielleicht hin? Nehme ich besser die Gasse. Wo sind all die Menschen? Boah, das ist echt genial, ne? Den Dreck, das muss man sich echt merken. Doch, wann geben die endlich auf? Gar nicht. Auf der Hauptstraße werde ich sie hoffentlich los. Schneller, Girl! Bin fast da. Lauf! Wo ist sie hin? Na? Fuck, jetzt spuck's aus! Wo ist sie hin? Gott, wir finden dich, Frey! Du bist tot! Oh, fuck! Zeit, die Stadt zu verlassen. Jetzt. Definitiv. Jetzt. Homer wartet bestimmt schon. Ich sollte rein, bevor mir was abfriert. Nein, die wissen doch bestimmt, wo ich lebe, oder? Ach, ich gehe jetzt da drüber. Geiler Eingang. Wieso gehe ich nicht den normalen Weg? Lebe ich da vielleicht illegal? Also Einkaufstüten da hochschleppen ist auch nicht so lustig. Ja, tolle Hintergrundmusik, dachte ich mir auch. Süß. Ist ja noch alles voll verpackt. Bin ich etwa ständig auf der Flucht? Im Archiv findest du sämtliche Lesestoffe, auf denen du unterwegs stößt. Und vielleicht ist gerade der PC-Ausgang. Ich bin total irritiert. Über die Menschen, denen du begegnest. Du kannst im Hauptmenü dazugreifen. Ich habe eingestellt den Energiesparmodus. Weil ich nämlich oft gemerkt habe, dass es besser wäre, den einzustellen. So, deswegen, da bin ich wieder. Im Archiv findest du sämtliche sämtlichen Lesestoff, auf den du unterwegs stößt. Und viele nützliche Informationen, zum Beispiel die Menschen, denen du begegnest, du kannst im Haus zugreifen, passt. So, Archiv öffnen. K.
Charaktere. Bewohnerin von Hell's Kitchen, deren 21. Geburtstag kurz bevorsteht. Sie wurde als Baby am Eingang des Holland-Tunnels ausgesetzt und in den folgenden Jahren von einer Pflegefamilie zur nächsten weitergereicht. Nach ihrem Highschool-Abschluss wollte sie sich ein Leben in der Stadt aufbauen. Obwohl sie seitdem schon mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, ist sie doch fest entschlossen, irgendwo einen Neuanfang zu wagen. Hier haben wir das Notizbuch, Archiv, Ressourcen. Haben wir jetzt hier nur Metallklumpen und ein wilder Moschus. Und mehr haben wir gerade nicht. Okay, haben wir hier unsere Kitty Cat Futter? Kitty Cat, wahrscheinlich müssen wir erstmal unsere Kitty Cat. Aber das sieht ja schon so aus, als wäre das gar nicht mein Zuhause hier, oder? Weil es ja irgendwie alles so unaufgeräumt. Also ich dürfte hier gar nicht leben, deswegen auch der Hintereingang, ne? Alice in Wonderland, yay, let's go. Ich glaube, das macht ihn. Verquerer und Verquerer, rief Alice. Wünschte, ich könnte durch den Kaninchenbau ins Wunderland abhauen. Leg das weg, das macht ihn nicht glücklich. Ich guck erstmal alles an, bevor ich das Katzenfutter anschaue, weil das wird sicherlich dann eine weitere Sequenz sein, dass das Spiel weitergeht. Wenigstens war es nicht der Queen's Midtown-Tunnel. Das wäre ein beschissener Nachname. Ja, schrecklich. Aber das habe ich noch als einziges, ne? Als einziges Erinnerungsstück. Schüchen. Meine treuen Treter. Sehen irgendwie geklaut aus, oder? So hübsche Treterchen. Und mein Bett. Was steht hier so drauf? Das Escape Plan. Der Entkommensplan. Genug Geld bekommen. Diesen Gigim Shit One Last Time. Also dieser Gigim-Typ, dem irgendwas geben, das letzte Mal. Also Essen and Carrier for Homer. Also quasi für den Homer sorgen. Und ein Ticket zu Penn Stations. 12. 23. Leaf. Da möchte ich dann das hier alles verlassen und wegfliegen oder woanders hin. So, dann gehen wir jetzt mal Homer essen. Das Zeug schmeckt dir nicht. Aber ich habe nichts anderes. Ich frag mich, wo Homer steckt. Homer! Oh, bitte sag nicht, dass die Katze tot ist. Das ertragen wir jetzt nicht. Homer! Ach so, jetzt hole ich den Laserpointer. Süß. Wetten, die versteckt sich. Kitty Cat. Ui, da haben wir doch ganz schön viel Kohle. Endlich kann ich neu anfangen. Wird auch höchste Zeit. Also habe ich das Geld doch nicht und gebe es den Typen einfach nicht. Wo habe ich das her? Katze im Spiel sofort 10 von 10. Süß. Fluchtplan. Phrase Fluchtplan. Neuer Archiveintrag. Das würde ich mir gerne nochmal anschauen. Genug Geld beschaffen. Mein letztes Mal um den Mist von Gicken kümmern. Futter- und Transportbox für Homer. Fahrkarte kaufen. Penn Station. 23.12. abhauen. Okay. We got it. Aber wo ist Homer? Homer! Oh! Hey, Homer! Oh! Sorry, ich weiß, ich bin spät dran. Na, einsam? Der ist ja richtig fluffy, ey. Tja, danke. Aber mein Geburtstag ist erst in ein paar Tagen. Ganz ehrlich, den hätte ich jetzt fast vergessen. Bin so busy in letzter Zeit. Ach tja, weißt du, ich war schwer beschäftigt.
Audienzen geben, Drachen töten. Das bleibt unter uns, aber ich bin echt große Nummer. Eine Riesennummer. Alle zählen auf mich. Also ich glaube, dem Homer schmeckt es schon ganz gut. Wir verschwinden aus dieser Stadt, Homer. Eine prima Katze. Weg von den ganzen Arschlöchern, dem Müll und den Korps. Ich habe genug Geld, dass wir neu starten können. Ja. Ich verspreche dir, wo wir hingehen, lieben sie Katzen. Sogar eine wie dich. Gott. Ich will endlich frische Luft. Blauen Himmel. Nie mehr davonlaufen, nie mehr Cops, nie mehr kämpfen. Morgen. Morgen früh dann hauen wir von hier ab. Kann's kaum erwarten, von hier weg zu sein. Voll traurig. Oh, Homer. Ich glaube, Homer stirbt, wenn sie auswacht. Verruf's dich! Oh nein, jemand hat unser Haus abgefackelt, weil die wissen, wo wir drin leben. Ne? Shit! Homer! Los, komm schon, nichts wie raus! Oh nein. Geld? Erst muss ich Homer finden. Oh. Aus die Tasche kann man sich ja schon umhängen, oder? Na los, Kleine! Nein, Homer wird zu crispy. Oh nein! Oh, ein Glück. Oh, Homer, wir müssen hier raus, schnell! Oh nein! Nein, nein, nein! Das Geld! Oh shit, Homer. Fuck, die Tasche! Ab durchs Fenster. Aber das hätte ich doch gleich mitgenommen. Also das Geld hätte ich mir einfach schnell umgehangen. Das wäre ein Ding für eine Sekunde gewesen. Ihr miesen Wichser! Ja, scheiße. Ich wusste, dass die es waren. Oh, die Katzi! Nun die letzte Meldung. Bei dem Feuer in einem leerstehenden Gebäude in Hell's Kitchen, Manhattan, handelt es sich um Brandstiftung. Zum Glück ist nur Sachschaden zu beklagen. Die Feuerwehr sieht örtliche Bandenmitglieder in der Verantwortung. Bisher wurde noch niemand festgenommen. Oh, kalt. Oh, süß. Homer friert. Oh, traurig. Da sieht man wieder, mit was für First World Problems wir uns alle rumschlagen, oder? Die hauen wir jetzt in den Karton drin. Frey. Ey, dass sie es in der Kälte überhaupt aushält. Du siehst ja aus. Sind sie allergisch? Was? Katzen. Haben Sie eine Allergie? Nein, ich liebe Katzen, aber bist du in Gefahr? Gut. Sie mag Nassfutter, das Fasrige, mit Stückchen. Sie hat's gern warm zum Schlafen. Manchmal will sie auch auf den Schoß. Und sie muss baden, aber viel Glück dabei. Frey, was ist passiert? Ihr Name ist Homer. Bitte kümmern Sie sich um sie. Bitte! Jetzt ist es ein Kind, ein Baby. Danke. Was tust du da, Frey? Das Richtige. Ich brauche Zeit, um ein paar Dinge zu regeln.
Danach hole ich sie ab. Vielleicht dauert's eine Weile. Frey, warte. Egal was ist, ich kann helfen, Frey. Oh. Frohe Weihnachten. Oh, nein. Na also, Homer ist in Sicherheit. Aber was soll ich jetzt machen? Es ist so kalt, oh Gott, Hilfe. Das wäre mein größter Struggle. Ich bin so eine Kältepussy. Oh. Oh Gott. Der Kälte. Oh, Schlag Mitternacht. Aber Happy Birthday, Frey. Sie friert nicht so sehr, wie Menschen, andere Menschen würden, frieren würden, oder? Ist irgendwie komisch. Danke, Mom. Nein, so bin ich nicht. Nein, ich krieg das hin. Ich hol Homer ab und verschwinde aus. Suche das merkwürdige Frag Licht. Frag mich, was das ist. Ach Mann. Ich wollte runterspringen. Oh. Okay. Was war das? Sah aus wie ein Origami. Alter, voll erschrocken. Auf einmal so laut. Oh nein, sind sie alle aus ihren Bettchen geschlüpft. Aus ihren warmen Decken gerappt. Okay. Lass uns mal hier runtergehen. Yay. Aua, oh Gott. Kennt ihr das, wenn ihr von oben runterspringt und eure Beinchen und Füßchen tun so weh danach? Dead feeling. Oh, das ist doch der Armreif. Schönes Teil. Der Armreif. Nope, so komme ich leider nicht rein. Ich muss woanders suchen. Wir finden schon einen Eingang. Aber sie friert doch schon auffällig wenig, oder ist es, weil sie diese Kräfte hat und die... Richterin wusste ja auch irgendwas von uns. Die Luft ist definitiv rein. Weil sie geht ja auch gar nirgends rein. Also es schneit, oh Mann, Leute haben... Das lassen die einfach hier? Leute haben Wintermäntel an und sie friert es gar nicht. Und sie haben jetzt ja auch anhand des Atems gezeigt, dass es ja doch sehr kalt ist. Die Stimme von Frey kommt mir auch sehr bekannt vor, ja. Da ist es doch so weird. Oh Mann. Wow. Oh. Den kann man teuer verkaufen. Also spätestens jetzt hatte ich das Ding fallen lassen. Kapitel 1 Bindung. Neuer Archiveintrag wurde hinzugefügt. Dein bisherigen Fortschritt speichern. Ja. Platz 1. Kapitel, da steht nicht leicht. Da stand gerade Ultra-Hardcore-Modus. Genau, eine Taschenlampe gefunden. Boah, wie sie rausgefeuert hat. Nein! Ach, du heilige Verfehl. Was ist das? Oh, halt, stopp! Shit! Oh, nein! Oh Gott! Komm schon! Oh. Genau, willkommen in Disney Dreamlight Valley. Boah, das sieht geil aus. Oh, Freys Abenteuer in den Kaninchenbau. Wow.
Aber es ist doch das, was sie immer wollte. Sie wollte doch in eine Welt, die blauen Himmel hat und schön ist. Verlasse den Raum. Nö, ich guck mir den Raum erstmal an. Sieht aus wie bei Zelda Breath of the Wild. Guck mal, sie wollte doch immer blauen Himmel und Sonnenschein. Was ist bloß passiert? Das ziehen wir uns jetzt mal rein. Ich glaube, es sieht richtig episch aus jetzt gleich da draußen. Es macht jetzt so... Man sieht alles richtig geil aus. Wir alle so... Aber der Homer ist jetzt halt nicht da. Aber wir haben Homer ja immerhin abgegeben. Und stellt euch mal vor, wir hätten Homer nicht abgegeben und wären jetzt auf einmal in der Welt. Das wäre noch blöder. Blauer Himmel, wie sie es wollte. Blauer Himmel und warm. Oh. Schaut mal, wie schön. Enjoy it. Echt schön gemacht. Mann, hier zieht's wie Hechtsuppe. Okay, es ist ja doch kalt. Was zur Hölle? Wo in aller Welt? In Ethia. Wer ist da? Und nicht ganz deine Welt. Zumindest nicht die, in der du eben noch warst. Ich schwör dir, Arschloch, zeig dich, oder ich werde... Mich zeigen? Ich bin nicht zu übersehen. Zeig dich, sagt sie. Ich kann mich schwerlich noch mehr zeigen. Wo bist du? Hier bin ich. Am Ende deines Ärmchens. Ach, der redet mit uns. Das Ding, das du vergeblich versucht hast zu entfernen. Heißa, jawohl. Du bist ja doch schlauer, als du aussiehst. Nein. Oh Gott. Doch. Nein. Doch. Du, der gerade mit mir spricht, bist dieser... Reif? Reif? Wie banal und fantasielos das klingt. Reif. Armberge vielleicht. Armberge. Armberge. Ja, Armberge ist perfekt. Nee, das wird mir jetzt echt zu bekloppt. Aber es ist wahr. Oh, stopp, du tust mir weh. Au. Echt jetzt? Nein. Aber was du da tust, ist völlig zwecklos. Was geht hier ab? Na, was hast du denn gemacht, bevor es hier abging? Hm? Ich war... Ist auch egal. Kapitel 2 gestrandet. Herforderst du einen Arm, Ralf? Bin noch hier. Wer auch dahinter steckt, hör auf! Das ist echt nicht witzig. Ich verzieh mich. Du kannst nicht weglaufen. Ich hänge doch so an dir. Wie wär's, wenn wir uns erstmal beruhigen und uns einander vorstellen? Wir könnten zum Beispiel über unsere Hobbys plaudern. Ich höre keine Stimme. Das muss ein Albtraum sein. Ja, vor allem überlegst, davor, du hast so einen Arm, Ralf, und du musst aufs Klo und hast einen Partner und willst mit dem intim sein und dieser Armreif ist immer dabei. Das ist ein Kompromiss. Da wird es schwer, einen Partner zu finden, glaube ich. Der kommentiert dann immer jeden Scheiß. Gott, stell dir das mal vor, das wäre meine größte Sorge. Ja, von sowas muss ich halt denken, wenn ich so überlege, du hast so einen Armreif, der immer mit dir redet, der alles kommentiert. So dein komplettes Leben und du denkst dir einfach nur so, eigentlich will ich gerade nur einen Typen kennenlernen, aber da hinten ist irgendwas. Und dieser Armreif ist einfach immer da und kommentiert alles. Alles, wenn ihr euch streitet, wenn ihr argumentiert, der Armreif, der mischt sich ein, der intrigiert dann so, weißt du, der sagt dann so, ey, dein Freund, ich glaube, der betrügt dich. Und dann sagst du zum Armreif, nein, der sagt doch. Naja, irgendwie geht's da nicht weiter, da hinten hat irgendwas, war auf jeden Fall irgendwas. Ich bin jetzt gerade irgendwie verwirrt, aber wir gehen jetzt mal hier lang. Boah, irgendein Psychobelt mit dem sprechenden Armreif. Ah, hier komme ich da wahrscheinlich lang. Hallo. Let's go down. Gib Acht, dass du nicht stolperst. Du kannst auch sehen? Das kann doch nicht wahr sein. Schuppenhacke in deiner Hand ab. Ja, der kann. Hör mir zu, Frey. Woher weißt du, wie ich heiße? Uns eint ein Band. Ein Band? Wie jetzt? Was denn für ein Band? Wieso ich, verdammt? Das ist... Nein! Hau ab! Bind dich los! So ein Gespräch, das man mit dem Ex-Partner führt, oder? Und nur du kannst mich hören.
Stopp! Halt den Rand! Das ist doch völlig irre! Klassische Ex-Partner-Gespräch. Bind dich los! Beruhige dich. Du musst mir zuhören. Nein, ich muss nur eins. Rausfinden, wie ich heimkomme. Ich wollte dort weg, ja. Es war falsch. Es war so aussichtslos. Nun, die Aussichten hier sind auch nicht gerade rosig, fürchte ich. Was soll das heißen? Ich bin immer jemand, der alles immer durchsuchen muss. So. Klatsch, 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 ihre kleinen Schüchen. Ja, also wir haben jetzt ein Problem. Was? Entdeckung. Holy shit. Ist das ein verdammter Drache? Psst, er darf dich nicht sehen. Ach, echt? Aber das Ding ist da draußen. Keine Chance. Die Bestie ist sicher schon über alle Berge. Und außerdem... Was? Früher oder später wirst du etwas essen müssen. Okay. Und wie genau kommen wir jetzt hier raus? Die beste Option wäre es wohl, an jener Mauer hochzuklettern. Aber wirklich reinstillen, sie schreit einmal rum, aber wirklich. Okay. Unterhaltung mit Ralf. Ab und zu hast du die Gelegenheit, eine Pause einzulegen, mit Ralf die letzten Ereignisse durchzugehen. Wähle dann einfach ein Thema aus, um es anzusprechen. Hey Ralf, wie wär's mit Trennung? Was möchtest du mit Ralf besprechen? Was genau bist du? Wir sind also eine Bande. Uns eint ein Bahant. Von mir aus, wir kleben aneinander, aber wie passt du ins Bild? Ins Bild? Wer bist du? Ich bin, was du siehst. Spitze! Und mehr verrätst du mir erst nach der Werbepause, oder was? Ich verstehe nicht. Ist schon gut. Wie bist du in diesem Land gelandet? Wie bist du überhaupt in diesem Ramschladen gelandet? Gute Frage. Das wüsste ich auch gern. Ich weiß nur eins. Bevor ich in deine Welt kam, war ich hier in Ethia. Im Ernst? Das heißt, es ist deine Schuld, dass ich hier gelandet bin. Verleumdung! Ich hatte nichts damit zu tun. Ich bin genauso begierig darauf zu erfahren, was uns hierher gebracht hat, wie du. Ein mysteriöser Kontinent in einer anderen Welt, der gleichzeitig atemberaubend schön und zutiefst beunruhigend ist. Ein dichter, unheilvoller Nebel umgibt mittelalterlich anmutbare Bauwerke und trägt zu fremdartiger Atmosphäre bei. Und als wäre das nicht Beweis genug dafür, dass Frey weit weg von zu Hause gelandet ist, gibt es hier auch noch gefährliche Monster. Ja, ich sag mal so, da waren die anderen Crews und Gangs deutlich angenehmer als das. Wie bist du ein Armreif geworden? Sag mal, warst du schon immer so? So? So ein quatschender Schmuck. Nein, ich glaube nicht. Was weißt du denn noch? Ich bin hergereist. Ethia ist nicht meine Heimat. Ich bin hier fremd, wie du. Als ich hier eintraf, herrschte Streit zwischen den Tantas. Den Tanten? Tantas. Die vier äußerst mächtigen Herrscherinnen Ethias. Jede von ihnen besaß eine Gabe. Das heißt, Magie oder sowas? Wenn du damit die Fähigkeit meinst, mich in ein unbelebtes Objekt zu verwandeln, dann ja. Die mächtigen Zauberinnen, die einst über Athias vier Reiche herrschten, erinnert mich so ein bisschen an Zelda mit den Triforces. Jeder verkörperte eine andere Tugend, von der ihr Herrschaft geprägt wurde. Das Volk Athias ehrte die Tantas und lebte unter ihrer Obhut im Wohlstand, aber Ralf zufolge war nicht alles so harmonisch. Wahrscheinlich ist eine durchgedreht.
Haben auch alle verzerrte Gesichter. Okay. In dein Handy zeigen. Ihm dein Handy zeigen. Das könnte witzig sein. Was um Himmels Willen hast du da in der Hand? Nein, Smartphone. Ist für Nachrichten, Anrufe, Spiele, Videos und für Selfies und... Ich hab nebenbei nicht vor, dir irgendwas davon zu erklären, also frag gar nicht erst. Ich weiß, was ein Selfie ist. Echt jetzt? Nein. Was kann das Ding denn sonst noch? Es hat auch GPS, was mir normalerweise verraten würde, wo ich gerade bin. Und wo bist du? Irgendwo zwischen Fegefeuer und Hölle. Das hat es dir gesagt? Oh ja. Freies Handy hilft. Ach süß, ihr über wichtige Dinge aus dem Laufenden zu bleiben. Zumindest ist es dafür gedacht. Tatsächlich ist es hauptsächlich mit friedlichen Fotos von Homer gefüllt. Leider scheint Adia aber kein Mobilnetz zu haben. Aber er war doch anfangs so eine Art Libelle, oder? Also der Ralf, der war doch anfangs so eine Libelle, dachte ich. Guck, sowas war der doch, genau. Wow, scheiße, was war das? Eins meiner Talente sozusagen. Hm, da vorne scheint eine Siedlung zu sein. Vielleicht können wir dort rasten. Moment mal. Er hat uns also mit diesem Zauber zu dem Armreif geführt. Irgendwie habe ich so ein bisschen den Vibe, dass diese Göttinnen ihn absichtlich als Armreif verbannt haben und er vielleicht der Böse und woher ist. Woher weißt du das? Der so tut, als wäre unser Freund. Meine Fähigkeiten sind schier grenzenlos. Schließlich bin ich eine Armberge. Aha. So ein bisschen wie das bei Little Miss Fortune, weißt du? Janoon. Janoon? Aber du meintest... Ethia, großes Reich. Janoon, kleines Land. Janoon gehört zu Ethia. Verstehe. Wie New York City und der Staat New York. Genau. Bestimmt. Ich habe keine Ahnung, was Nuark ist. Nö, nicht Nuark. New York. Nu was? Lass stecken, Mann. Irgendwie traue ich dem Ralf nicht. Also er hat uns ja zu sich oder zu ihm gelockt und hat, ich glaube, der benutzt uns einfach nur, weil er keinen Körper hat, als Körper, um uns quasi dahin zu bringen, wo er hin will. Wisst ihr, was ich meine? Und gibt uns dafür Kraft, um dahin zu kommen, wo er will. Der kann uns ja alles erzählen. Ich vertraue dem nicht. Wie ist die Welt gruselig. Oh nein. Hey! Na, du Kleines? Nein. Vorsichtig. Na komm, nicht so schüchtern. Im Ernst, tu das nicht. Ziehen wir einfach weiter. Warum hast du denn so Schiss vor dem kleinen Viech? Oh mein Gott. Mein erster Eindruck auf Trüg. Das sagst du mir jetzt? Shit! Na, steh nicht dumm rum. Okay, so, Konzentration. Also, Frey kann dank dem besonderen Band, das ihm Ralf verbindet. Okay, wir können Attacken machen, let's go. Jetzt nur keine Panik. Mhm. Angriffsmagie einsetzen, gedrückt halten, aufladen und dann nach vorne und einen Angriff muss wechseln. Okay. Der hat überhaupt keine Chance, der arme Dachs. War ich das? Der arme Dachs. Ich war nicht ganz unbeteiligt. Das war doch nicht ich. Nein, wir. Das war beschissene Magie, Mann. Vielleicht hat unser Band gewisse Fähigkeiten geweckt, die... Ich bin eine scheiß Magierin, oh Mann. Ich höre immer nur ich. Ich bin eine scheiß Magierin, ich fass es nicht, Mann. Ja, okay, das ist mein neues Leben. Ich kann Magie mit einem Armreif reden, krasse Viecher umlegen, weißt du was? Bald kann ich fliegen. Bitte, jetzt übertreibst du aber. Ach, tu ich das? Ich kenne ja die Regeln nicht. Wenn du diese neuen Fähigkeiten meistern könntest, mit meiner Hilfe, versteht sich, dann... Hast du meinen glorreichen Sieg etwa nicht gesehen, Bruder? Oh, shit. Oh, ich bin hier, ihr Möchtegern-Monster. Easy, easy. Oh, doch, doch nicht so easy.
Oh, holy shit, ich kann ballern. Alles klar. Ey, Bru, komm nicht so nah. Okay. Erfahrung. Indem du Gegner besiegst, verdienst du Erfahrungspunkte. Wenn du genug davon sammelst, kannst du aufsteigen. Bin ich bestimmt, oder? Jeet! So, Ethia ist voller nützlicher Ressourcen wie Erz und Heilpflanzen. Du musst nur wissen, wo du danach suchen musst. Sie werden dir bei dem Abenteuer äußerst nützlich sein, also greif zu, wenn du fündig wirst. Okay, oh Gott, ich bin eine Sammlerin. Was ist mit den Viechern hier los? Sie wirkten tatsächlich irgendwie verändert. Das wirft die Frage auf, was wohl für diese Mutation verantwortlich ist. Ja, das ist doch wohl nicht normal. Aber er hat eine sehr angenehme Stimme. Also wenn jemand morgen sagen würde... Was ist das? Oh. Was war was? Ich sammle jetzt erstmal. Geil, da kann man richtig in den Wald reinrennen, oder? Oh, oh. Oh, große Gefahr. Oh, da. Shit. Oh, hau ab. Oh Gott, die Dachse. Die Dachse kommen. Okay. Ah, da kann ich verschiedene Modi wechseln. Alles klar. Ich kann hier verschiedene Sachen. Ich kann auch einfach Schild machen, Sprengschuss oder Salvenschuss. Geil. Die baller ich alle weg. Okay, ich bleib mal auf meiner Route. Aber es macht Bock. Kämpfen? Jeet. Was ist das hier jetzt genau? Oh, ich glaube, da kann ich looten, oder? Gameplay. Heiltränke und Trefferpunkte. Frey kann Heiltränke benutzen, um ihre Trefferpunkte zu erhöhen. Ja, let's go. Erstaunlich, dass jemand Tiere erkennt. Das sind Dachse. Der Homer ist weg. Oh, da kann man richtig looten. Loot, 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 loot. Boah, gib her. Geil. Lemmy loot. Kann ich das auch hier alles zerstören? Ja, es geht. Vielleicht ist da was drin. Sollte ich vielleicht mal machen, ne? Wartet mal. Okay, nochmal zum Mitschreiben. Ich bin also an einem Ort, der nicht gerade meine Welt ist. Hier gibt es verdammte Drachen. Und... Oh ja, ich rede mit einem verfickten Reif. Armberge. Armberge. Okay, geil. Eher auf den Drachen habe ich gar keinen Bock, obwohl der echt episch aussah. Essen. Muss ich essen? Aber dass da nichts drin ist. Oh, dass jemand tot ist. Dazu sagt sie gar nichts. Voll lustig, ne? Durch den Controller spürt man so die kleinen Schrittchen, die sie macht. Das ist richtig witzig. Oh, da ist wieder Mr. Dax. Gefahr, Gefahr. Komm her, ich baller dir das in your face. Bam. Familie Dax wird heute mal eliminiert. Die Tiere aus dem Wald. Bam. So sind die alle umgekommen. Boah, das hört ja gar nicht mal auf. Die sind schon gruselig, gell? Ah! Guck mal, die kommen so süß auf dich zugerannt, so ganz langsam, so du denkst, oh, guck mal, der will essen. Und dann will er gar nicht essen. Tollwut. Richtig gruselig sehen die aus. Und dann kommt wieder so... Irgendwie erinnert mich so ein bisschen an Harry Potter. Harry Potter. Was ist da oben? Ein Heiltrank. Süß. Okay. Oh. Was zum Teufel? Das fühlt sich so komisch an. Es scheint eine Art perfides Miasma in der Luft zu liegen. Okay, Kommando zurück. Aber es scheint überhaupt keine Wirkung auf dich zu haben, oder? Außerdem sehe ich wenig Nutzen darin, kehrt zu machen. Also dieses Miasma, was ist das genau? Eine ziemlich mysteriöse Sache. Ich vermute, dass es die Ursache für das sonderbare Aussehen der hiesigen Fauna ist. Und wieso tut es mir dann nichts? Gute Frage. Könnte es vielleicht daran liegen, dass du dir so einen hervorragenden Reisegefährten ausgesucht hast? Nö, eher nicht. Ganz bestimmt nicht. Redet hier raus. Oh Gott, nichts Leute. Als Ruin.
Ich habe einmal... Hier war wohl schon eine Weile niemand mehr. Frag mich, wie lange hier schon alles verfallen ist. Vielleicht sehen wir uns besser woanders um. Ralfs Radar. Mit Ralfs Kräften kannst du Gegner und Gegenstände in deiner Nähe orten. Das ist praktisch, um frühzeitig herauszufinden, was hinter der nächsten Ecke ist. Oh, nice. Oh, das ist geil. Da ist etwas. Okay, hier nicht. Genau. Ich habe letztens mal ein Online-Game gespielt. Und auf einmal habe ich halt so ein paar Sachen erzählt. Und auf einmal höre ich so Stimmen. Und ich dachte so, hä? Und denke, oh, ich höre die aus dem Controller. Die hören mir gerade die ganze Zeit alle zu. Und da war so ein paar Gnus in meiner Lobby. Da dachte ich mir, huch, zum Glück habe ich nichts so Krasses erzählt. Hier ist es kühl und warm gleichzeitig. Und was heißt das nun genau? Kann ich mich auch irgendwie ducken? Das ist so Gebüschzeugs. Kann ich auch irgendwie jetzt heimlich hier langlatschen? Oh shit. Unterstützungsmagie. Unterstützungsmagie hat eine Vielzahl an Effekten, die im Kampf das Blatt zu deinen Gunsten wenden könnte. Manche lästigen, flinken Gegner musst du bremsen oder sogar ganz stoppen, bevor du sie angreifen kannst. Unterstützungsmagie macht es möglich. Setze deinen aktuell ausgewählten Unterstützungszauber mit L ein oder drücke L1, um ein Menü zu öffnen, in dem du einen anderen Zauber wählen kannst. Beachte, dass du nach dem Einsatz eines Unterstützungszaubers eine Weile warten musst, bis du ihn erneut einsetzen kannst. Okay, das ist... Keine Bewegung! Sehr ah, ja, okay. Gute Arbeit. Wir machen jetzt aber den hier. Bam. Das machen wir als nächstes. Okay, lass mal gucken, was gibt's hier so. Blüte. Lässt in einem Bereich deiner Wahl Blumen sprießen, die Steine vom Boden aufheben. Oh, das hört sich geil an. Let's go. Oh, cool. Geil, sind alle dead. Ey, cool, was kann ich da noch machen? Blüte und das Fessel. Cool. Jetzt wird der richtig so episch. So viel zu frische Luft und blauer Himmel. Ja. Ich wollte an einen besseren Ort fliehen. Und wo bin ich gelandet? Hier ist es noch 10-mal schlimmer. Da hinten ist doch auch du, was. Du Ärmste. Hinten ist auch wieder ein Gegner. Genau, immer gemutet haben. Ja, allerdings. Ah, da ist die Kiste. Ah, das wird mir auch angezeigt. Nice. Und da vorne ist auch noch was. Wie die da hoppt. Ich würde auch mal gern wieder nach New York gehen, muss ich sagen. Yay. Okay, hier scheint erstmal nichts zu sein. Gehen wir mal hier lang. Es wirkt alles so richtig kalt hier und so richtig düster. Ich habe irgendwie Angst, dass der Drache bald irgendwie wiederkommt und... Oh mein Gott. War ja klar, dass die Bestien mit der Zeit größer werden. Nicht Glückspilz. Gegner ins Visier nehmen. Oh. Yes. Oh, ich hätte vielleicht warten sollen, bis mein Zauber sich auflädt. Oh, holy shit. Rudi. Okay, ja, das sollte ich vielleicht wirklich machen. Yep. Ich hab ein Schild. Ach, geil. Das kann ich aufziehen. Und dann nice Rü. Schubmagie. Wenn du Angriffs- und Unterstützungszauber einsetzt, wird deine Schubmagie nach aufgeladen, sodass du schließlich einen besonderen mächtigen Zauber wirken kannst. Drücke R2 und L2, wenn deine Schubmagie aufgeladen ist. Okay. Mit mir Schubstöße. Oh nein, sein Arm ist gebrochen. Das ist ja voll grausam. Nochmal. Okay, krass, das ist schon sehr... Mana und Magie. Du bist eine Stufe aufgestiegen und du hast Mana verdient. Damit kann Frey neue Zauber erlernen. Öffne dazu das Hauptmenü und wähle Magie. Magie. Hier kannst du Mana verbrauchen, um neue Zauber zu erlernen. Du erhältst Mana, wenn du eine Stufe aufsteigst und findest manchmal auch unterwegs welches. Okay, Schuss. Okay, lass mal gucken, was gibt's denn da so? Lauf? Gedrückt halten, um zu lernen. Ach, das ist das Einzige, was ich... Ich kann doch hübsch noch umschalten, oder? Ah, das muss ich jetzt erlernen.
So, und dann kann ich weitergehen. Okay. Hübsch. Danke, Professor. Du sollst mich Armberge nennen. Klar, Reif. Klar. Armberge fühle ich halt gar nicht. Shit! Oh mein Gott, sein Ernst? Es ist ratsam, wegzulaufen. Ach was. Magischer Parcours. Du hast die Fähigkeit Lauf freigeschalten, die es dir ermöglicht, den magischen Parcours zu nutzen. Mit ihrer Hilfe kannst du deinen Feinden davonsprinten und dabei automatisch niedrige Hindernisse überwinden. Halte L und Rot gedrückt. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das ist der Hammer. Sieh dir diese Sprünge an. Oh Gott, sehr beeindruckend. Pass nur auf, dass du vor lauter großen Sprüngen nicht hops gehst. Ah! Geil. Das war knapp. Wo zum Teufel sind wir? Schweinebärmänner. Nehme ich an. Hallo? Jemand zu Hause? Meldet euch, falls mich jemand hört. Totenstill. Dann lass uns weitersuchen. Und du solltest vielleicht Ausschau nach einem Ort zum Rasten halten. Yeah. Sehen wir uns dort um. Zielort erstellen. Unterwegs auf freiem Feld ist es leicht, sich zu verlaufen. Markiere daher Zielorte auf der Karte, damit Reif dir helfen kann, den Weg zu finden. Diese Markierungen werden außerdem am oberen Bildschirmrand angezeigt. Öffne das Hauptmenü und wähle die Karte aus, um dir einen Überblick über Gebäude und andere potenzielle Zielorte zu verschaffen. Okay. Ihr werdet einen Überblick über die Umgebung mit deiner Position im Zentrum, auch deine letzte Bewegung werden angezeigt. In der Nähe gibt es einen Ort, wo du eine wohlverdiente Rast einlegen kannst. Setze mit X eine Zielmarkierung, um die Navigation zu erleichtern. Machen wir das doch mal. Und dann wird es zeigt. Erkundung im magischen Parcours. Der magische Parcours erlaubt es dir, deine Umgebung mit akrobatischer Leichtigkeit zu erkunden, hohe Gebäude Sekunden zu erklimmen, um Hindernisse mühelos zu überwinden. Geil. Okay. One, two, three. Ja! Danach sieht es zumindest aus. Vielleicht hat die seltsame Luft die Leute dazu bewogen, freundlichere Gefilde aufzusuchen. Okay. So. Hoffentlich. Dann werden sie wenigstens was noch am gibt's Leben. Was gibt's hier wo? Kritischer Treffer. Wenn du einen nichtsahnenden Gegner überrumpelst oder einen Treffer von der Seite oder hinten landest, gelingt dir manchmal ein besonderer kritischer Angriff. Dies ist von hinten wahrscheinlich also von der Seite. Oh, das heißt der da oben. Was ist von oben? Oh, die Arschlöcher haben mich schon gesehen. Kommt ihr doch eh nicht hoch. Oh Gott, die kommt ihr doch eh nicht hoch. Okay, unterschätze niemals deine Gegner in einer neuen Welt, die du nicht kennst. Ihr kommt ihr doch eh nicht hoch, du kleiner, süßer, schwerfälliger Dachs da unten. Der Dachs kommt bestimmt nicht hoch. Ha! Okay. So, wo sind die denn? Oh shit, die sind hier schon oben. Hey, okay, die Wölfe haben alles leer geräumt. Schon dabei! Das ist schon geil. Bisschen wie Control, ne? Bam! Oh, der ist verletzt. Boah, Hilfe, das ist so schnell, ich komme nicht drauf klar. Okay. Boah, das ist so magic. Tja, ist echt nett hier. Bestimmt war es das früher einmal. Fröhliche Gesichter überall. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Verdammt. Hier hat echt alles einen Bruch. Man könnte es wohl durchaus poetischer beschreiben, aber ja, in der Tat. Der Bruch. Die Welt, in der Frey gestrandet ist, wirkt auf den ersten Blick menschenleer. Gebäude liegen in Trümmern und bösartige Monster streifen durch das verwüstete Land. Frey taucht das seltsame Phänomen, das die Ursache dieser Probleme zu sein scheint, der Bruch. Gibt's hier keinen Ort, den dieser Bruch nicht zerstört hat? Wer weiß, irgendwo vielleicht.
Aber sind da echt gar keine mehr. Gibt es hier überhaupt Menschen in dieser Welt? Das ist echt eine gute Frage. Hier hat es auf jeden Fall einen Brief. Aethia besteht aus 4 Reichen, die von jeweils einer Tanta regiert werden. Im Norden liegt Junon und mit üppigen, fruchtbaren Wäldern. Im Osten ragen die Berge Praenosts gen Himmel. Das ist da, wo wir gerade sind. Westwärts streift das Auge über die weiten Ebenen Visorias zum Horizont. Und im Süden funkeln die Gewässer Avoalets in der Sonne. Zumindest war es so, bevor die Verderbnis dem Land ein Elend der Störung brachte. Boah, ich bin so gespannt auf die neuen Levels oder auf die neuen Reiche. Ruhe dich aus. Ich sammle das erstmal alles ein hier jetzt. Aethia war früher ein reiches Land, das vor Kraft und Lebensfreude sprühte. Doch dann kam die Verderbnis und vom ersten Tag an war klar, dass für die einst sorglosen Einwohner nichts beim Alten bleiben würde. Wer davon berührt wurde, war für immer verloren. Wer das Glück hatte zu entkommen, musste Hab und Gut aufgeben und nach Pipal flüchten. Den einzigen Ort, der noch sicher war, so glaubte man zumindest. Oh Mann. Wahrscheinlich sind wir echt die einzigen Menschen, oder? Ich und der Armreif. Boah, das wird interessant. Kann ich das nicht tragen? Nee. Die Höchstmenge. Ich könnte da nicht schlafen, ganz ehrlich. Wenn ich wüsste, dass da so viele Wölfe sind. Zeit zum Ausruhen. Gegner können dieses Gebäude nicht betreten. Also kannst du hier unbehelligt eine Pause machen. Benutze das Bett, um dich auszuruhen, um deine Trefferpunkte wiederherzustellen. Ach, geil. Ich hau mich mal hin. Die juckt halt echt nichts. Ich glaube, ihre Stimme ist doch... Ist es nicht die Mila Kunis Stimme? Genau, Ausrufezeichen Forspoken oder gern unten in der Beschreibung gucken. Da könnt ihr nämlich sehr gerne die Demo runterladen, ja, und mal testen oder euch kaufen. Und nach allem, was wir gesehen haben, solltest du äußerst vorsichtig sein, falls du planst, Nachforschungen anzustellen. Guten Morgen! Oh. Ah, da muss ich lang. Was ist denn das? Was? Was ist das? Ich sehe es nicht. Oh Gott. Ist dieser Bruchschild daran auch schuld? Ich glaube ja. Er verdirbt alles, was er berührt. Oh. Bevor er es komplett zerstört. Aber was denn? Los jetzt. Lauf weg, solange du noch kannst. Shit, von was denn? Ich weiß ja nicht, was die Bedrohung ist. Gehst du da hoch? Ha! Was ist denn die Bedrohung? Oh shit, okay, ich sehe es. Oh nein. Oh fuck! Was jetzt? Nun, als erstes sollten wir wohl weglaufen. Oh nein! Oh nein! Tja, zu spät. Oh Gott, was? Besiege eine Drachen? So, mache ich erstmal leise. So, du kannst den magischen Parcours verwenden, um während eines Kampfes Angriffen auszuweichen. Drücke im magischen Moment rot, um schnell aus dem Weg zu gehen. Du kannst beim magischen Parcours auch... Okay. Was zum Teufel mache ich jetzt? Wäre kämpfen eine Option. Wie soll ich denn gegen den scheiß Drachen kämpfen? Ein Koloss wie dieser muss eine Schwachstelle... Durchschlagende Angriffe. Bestimmte mächtige Angriffe durchdringen Ralfs Abwehr und fügen Ralf großen Schaden zu, wenn sie es nicht schafft, ihn rechtzeitig auszuweichen. Oh Gott, Hilfe. Oh shit. Konzentrier dich. Vorsicht! Sieht aus, als würde er gleich zuweisen. Hast du was gesagt? Niemand kann immer richtig liegen. Oh Gott, Hilfe! Okay. Weiter so! Ich glaube, es zeigt endlich Wirkung. Ich würde ungern zwischen die Zähne geraten. Das heißt nichts Gutes, oder?
Eher nicht. Geh besser in Deckung. Und zwar schnell. Oh oh. Unabwehrbare Angriffe. Diese Angriffe sind noch tödlicher als durchschlagende. Du kannst sie weder abwehren noch ihnen ausweichen und sie verursachen gewaltigen Schaden. Wenn du bemerkst, dass dein Gegner so einen Angriff vorbereitet, musst du hinter Objekte Schutz suchen oder den magischen Parcours verwenden, um schnell Abstand zu gewinnen. Okay, das ist übel. Echt übel. In Deckung. Oh shit. Na los, stirb schon endlich! Ich fürchte, unser kaltblütiger Freund ist immer noch bei bester Gesundheit. Ha! Nicht schlecht für eine Anfängerin. Hey, willst du das Kämpfen übernehmen? Okay, er macht's wieder. Ich find nix! Ich find nix! Ich find nix zum Verstecken! Nein, hau ab! Hau ab! Lass mich raten. Ich brauche ein neues Versteck. Ja. Und zwar schnell. Ich finde keins. Ich finde keins. Wir sind tot. Oh Gott. Oh Gott. Du Sack. Jetzt bringe ich dich um. Du stirbst schon nicht. Außer natürlich du. Bist betroffen. Soll mir das gut machen oder was? Oh. Oh, oh, oh. Den Umständen entsprechend. Ja. Gut gesagt. Nee, einfach nee. Immun. Boah, under pressure, aber geiler Kampf. Geil. Das war ich gestern, als ich ganz viel Spinat und Brokkoli gegessen habe. Das war mein Darm. Das war mein Darm. Genau das hat er gemacht. Lernen also, niemals Kichererbsen, Brokkoli, Spinat und Kartoffeln zusammen essen. Sonst endet es wie mit dem Drachen. Glaubst du, der Drache ist tot? Nun, die Trümmer haben ihn begraben, also... Das hat mein Partner dann auch gesagt, als ich nicht mehr aus dem Klo rauskam. Oh Mann, ey. Hui! Alter, das Vieh hat nicht mal einen Kratzer! Kampftutorial. Abrollen. Wenn du den magischen Parcours verwendest, wirst du einen Zauber Während du einen Zauber vorbereitest, führst du einen größeren Ausweich darüber statt nur einen schnellen Schritt zur Seite zu machen. Halte zuerst R2 und L2 gedrückt. Ah, okay. Ah, nein. Ah, holy shit. Echt nichts erspart. Aha, mein Plan geht auf. Ja, na klar. Nee, es funzt nicht. Boah, ganz schön anfällig, ey. Ein paar Brocken noch rein und dann let's go. Was zum? Wo ist er hin? Weit, weit weg, hoffentlich. Nee, er ist noch hier. Prey, du musst dich direkt vor ihn stellen. Sofort. Warum? Was? Willst du, dass er mich umbringt? Dort ist sein toter Winkel. Vertrau mir. Oh, nice, stimmt. Ahne die Aktion des Gegners vor. Geil, stimmt. Toter Winkel lieben wir!
hat, dass der einfach fliegt. Okay, ich sag nichts mehr. Mann, wieso machen die Gegner immer das, was ich sage? Oh, ich bin tot. Komm, zähme ihn, tämen. Oh, bitte. Nein, sag dieses Wort nicht so oft. La 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 la. Sieht schon wieder gelb. Press X to tame, aber wirklich. Ich glaube, der ist nicht böse. Der hat jetzt erkannt, dass wir so stark sind. Und jetzt bringt er uns irgendwo hin. Hast du einen Plan? Ja! Mich hier auszufinden! Aber wenn du abstürzt, stirbst du! Sterben muss ich sowieso, Arschloch! Geht es dir gut? Ich glaube schon. Sehe ich so aus? So, wo sind wir denn jetzt? Holy. Dort oben scheint eine Ortschaft zu sein. Na, hoffentlich ist sie nicht auch verlassen. Du wirst es nie erfahren, wenn du nicht selbst nachsiehst. Hat einfach mal den übelsten krassen Fight überlebt und flog direkt wieder am Rennen. Oh, oh, hey. Hey! Hier drüben! Oh, wir haben's geschafft. Oh, oh. Ich glaub, da hat... Jetzt bin ich mal gespannt, wie die miteinander kommunizieren. Werter Recke, was machen Sie? Was ersuchen Sie hier? Hey, was? Los, Monster! Hey, du Sack von wegen, Monster! Das Monster spricht! Natürlich spreche ich und jetzt nimm dein Stecken weg, du Troll! Geh! Okay, mach ich. GTA im Mittelalter. GTA meets Mittelalter. Wo sind wir hier? Diese Stadt heißt Sipol. Warum kann ich die verstehen? Meiner Erfahrung nach haben die Sprachen verschiedener Dimensionen oft vieles gemeinsam. Okay, so genau will ich's gar nicht wissen. Ruhe! Weiter schaukeln! Was habe ich denn gemacht? Lass mich los, lass mich los! Sexismus! Die Ratskammer! Ruhe! Ruhe! Ist das jetzt meine Richterin? Wer bist du, Kind? Ja. Wer bist du? Du solltest dich hier besser im Zaum halten, Frey. Keine Sorge, ich bin total im Zaum. Du scheinst den Ernst der Lage zu verkennen, fürchte ich. Ich habe schon engere Kurven gekriegt, nur damit du es weißt. Also halt den Rand und überlass mir das Reden, klar? Seht ihr das? Sie spricht mit einem Unsichtbaren, schmiedet sie Kabale mit Dämonen. Was? Nein! Oh. Und wer sagt schon Kabale? Ich hätte gern, dass du Ratsfrau Bellets Frage beantwortest, Kind. Mein Name ist Frey Holland. Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. Ich bin erledigt, ich habe Hunger und ich will einfach nur nach Hause, Mann. So seltsame Kleider, woher kommt sie nur? Hell's Kitchen. Hört ihr? Sie ist des Teufels. Oh nein, verreitet sie mal weiter rein. Bitte. Wie hast du die Verderbnis von Junoon unbeschadet durchqueren können? Unbeschadet, ja genau, Alter. Völlig klar, sie ist die Verderbnis in Menschengestalt. Wir müssen sie hinrichten, unverzüglich! Warte, was? Nein, das gibt's nicht. Ich weiß ja nicht mal, was passiert ist. Bitte, hört auf mich. Ich glaube, wir brauchen sie. Wer wünscht es, vor dem Rat zu sprechen? Verzeiht mir, ich bin Orden Keen. Helferin und Heilerin. Diese Frau hat die verdorbenen Lande unbeschadet durchquert. Wir könnten viel von ihr lernen. Wir haben ihr nur das Schwert vorgehalten. Vielleicht reichen wir ihr nun die Hand als Freunde. Wenn du dem Teufel die Hand reichst, wird er hineinbeißen und die Verderbnis wird in deinen Adern brennen. Wir müssen der Gefahr sofort begegnen. Hohe Ratsfrau Bellett, bitte! Oh,
Sowohl Ordin Keen als auch Ratsa Janesh brachten gute Argumente vor. Der Rat ist sich uneins. Daher soll an diesem Tag kein Blut vergossen werden. Aber... lass dich warnen, Kind. Erweist du dich als Bedrohung, müssen wir dich eliminieren. Bringt sie in den Turm von Binoy! Bitte, Ratsfrau Belet, das Urteil ist zu harsch. Die Sitzung ist vertagt. Sie hat uns nichts getan. Was? Turm von Binoy? Was ist denn das bitte? Vermutlich ein Gefängnis. Bitte! Was? Auf keinen Fall lass ich mich wieder einsperren! Lass mich los, lass mich los! Die Kasse, oh oh. Das Arschloch! Nein! Vor allem früher wurde es halt auch mal ganz schnell als Hexe verbrannt, ne? Wenn einer keinen Bock mehr auf dich hatte, hat er gesagt, verbrenn die Hexe. Freys Abenteuer in den Kaninchenbau abgeschlossen. Erstmal richtig schön weggebatcht. Aber es ging ja richtig schnell, ne? 100 EP gab's für die Schläge. Können die es noch 10 Mal machen, dann habe ich 1000. Easy Knockout. Artikel 2 gestrandet. Ich komm nie an, irgendwie voll arm. Ja, auf jeden Fall. Ist nicht leicht übrigens, gell? Ist nur ein Anzeigefehler. Da steht eigentlich Ultra-Hardcore-Mode. Nur für die krassesten. Nur für die krassesten steht eigentlich noch drunter in Rot. Aber das ist gerade irgendwie ein Ladefehler. Ist ja noch Early Access Game. Das kann mal passieren. Das Game kommt übrigens morgen raus. Wer Bock hat, Ausrufezeichen Forspoken. Demo könnt ihr schon mal ausprobieren. Und ab morgen ist es da. Steh auf. Oh nein. Steh auf. Was machen? Steh auf. Genau deswegen hätte ich keinen Bock auf diesen Armrahmen. Ich stecke in einem blöden Mittelalter-Knast fest und komme nie mehr nach Hause. Lass mich einfach in Frieden sterben. Wenn du das Zeitliche segnest, ende ich als bloße Grabbeigabe. Das ist nicht mein Problem. Halt einfach die Klappe. Weißt du was? Ich hab das alles nicht verbockt. Der ganze Mist ist deine Schuld. Ach, warum es meine Schuld ist? Halt endlich die Klappe! Bitte. Wie du meinst. Ich könnte ein bisschen Ruhe vertragen. Fantastisch. Geil. Ey, ich zock gerade das Game, ich zock nicht die Demo. Aber die Demo könnt ihr auch gerne ausprobieren. Ich finde, das Spiel bringt einen sehr gut ins Game. Es erklärt mega gut und... Ich will kein Wort mehr hören. Okay, ich sag nichts mehr. Es erklärt alles mega gut, man kommt mega gut rein. Also ich bin jetzt nicht, ich spiele zwar super viel Games, bin jetzt aber kein Game Pro. Ich kam jetzt echt super schnell rein. Hier also. Gegen war's in Hell's Kitchen fast Ich bezweifle, dass du dahin durchschlüpfen kannst. Sag bloß. Ja, mit dem kann ich doch alles, da kann ich doch alles. Wieso setze ich meine Zauberkraft nicht ein? Macht der Armreif das vielleicht nicht? Und es ist ein Open World, also Action RPG von Square Enix. Und das wurde von Lumnius Productions gemacht und entwickelt. Kennt ihr vielleicht auch von Final Fantasy 15? Ich muss das wahrscheinlich einfach aufbrechen, oder? Hat der Pisskübel dir etwas getan? Nein. Weißt du was? Du aber. Wegen dir kann ich nie mehr zurück nach. New York ist nicht so schwer zu merken. Schwerer zu merken als Armberge. Wenn ich mich recht entsinne, warst du nicht gerade frohen Mutes, als unsere Wege sich erstmals kreuzten. Das stimmt. Ich verstehe nicht ganz, warum du unbedingt zurück willst. Weißt du was dann? Benutze ich eben Magie, um hier rauszukommen. Deine Fähigkeiten zur Schau zu stellen, ist keine gute Idee. Wieso? Die Leute wittern eh schon Kabale mit Dämonen. Aber für Ketzerei werden sie dich erhängen. Was, wie in Salem oder so? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. So, wir haben es auf deine Art gemacht, jetzt eben auf meine. War ich das etwa? Schnell, zieh den an. Wer ist da? Ich werde dich befreien, aber nimm den Umhang und tu, was ich dir sage. Es gibt noch gute Menschen da draußen.
Okay, erledigt. Du. Du warst vor Gericht auf meiner Seite. Warum tust du das? Weil ich dir glaube. Doch wir müssen los. Moment, und was ist mit den Wachen? Ich habe ihnen Gebäck mit einer Schlafmitteltinktur gegeben. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Na los, bevor sie aufwachen. Warte! Wohin gehen wir? Wo ist der Haken? Haken? Sie hat dich vor dem Rat verteidigt. Und momentan hast du ohnehin keine Wahl. Hast recht. Na schön, egal wo es hingeht, ich muss was futtern. Welch glückliche Fügung. Na aber hallo. Hast du etwas gesagt? Was? Nein, bitte nach dir. Ralf ist ziemlich schlau. Ja, der kennt auch die Welt besser und die Gesetze und wie es in der heutigen Zeit war. Die Invasorin. Ja, ja, ich lade euch das hoch, ihr kleinen Stinkies. Definitiv. Danke für die ganzen Subs, die lese ich nach alle vor, ihr lieben Träubchen. Und das ist auch wirklich okay? Ich meine, du kriegst doch sicher einen Haufen Ärger. Mach dir keine Sorgen. Und ich konnte nicht einfach dabei zusehen, wie sie dir Unrecht antaten. Was hat sie getan? Die den Prozess geleitet haben. Wer war das? Du meinst den Rat von Sipor? Sie regieren unsere Stadt. Und sie legen jeden Streit bei. Gewaltenteilung ist echt nicht so euer Ding, was? Effizient. Wie du siehst, leidet das Land. Alles, was die Verderbnis berührt, zerbricht. Ja, das habe ich gemerkt. Ist echt abgefuckt da drin. Unwirtlich. Wohl wahr. Ethia ist fast verloren. Wo kommt der Bruchshit denn her, hm? Ich erzähle es dir bald. Wir müssen weiter. Aber wirklich, ne, sehr vertrauenserweckend, dass sie alle getötet hat. Ich so, ja, okay, ich komm mit. Der Name von Frey, dem verderbenden, bringenden Pesthauch gab, der den Großteil von Ethia bedeckt. Den Frey. Niemand weiß, woher der Bruch stammt oder weshalb er so plötzlich erschien. Sicher ist nur, dass es sich um kein simples Wetterereignis handelt. Der Bruch kriecht schleichend über das Land und bricht alles in seinem Weg. Manche Veränderungen durch den Bruch sind auf den ersten Blick erkennbar, doch andere bleiben dem bloßen Auge verborgen. Heißt es, ich habe nur die Möglichkeit, so das Special-Sicht zu haben? Wow, Resident Evil 4 auf jeden Fall. Ich habe das Spiel damals schon... Wo genau führst du mich hin? Wir sind auf dem Weg in die Unterstadt. Die Unterstadt? Klar. Ich habe den Vierer damals schon 8-mal durchgespielt. Wieso warst du überhaupt im Gerichtssaal? Es war seit vielen Jahren niemand mehr von außerhalb in der Stadt. Alle hier sind neugierig, wer du bist. Kaum da und schon berüchtigt. Typisch. Kaum da und schon eingesperrt, Mann. Hört's mal runter. Also, nach diesem Bruchshit. Ah, sagen wir einfach der Bruch. Das sieht aus wie ein Drache dahin. Nachdem der Bruch geschah, mussten alle aus ihren Dörfern fliehen. Sir Paul ist die letzte Bastion. Alter. Die sind nicht tot, die schlafen bloß. Hat denen wahrscheinlich was ins Essen gepackt. Ich schlage vor, die Hauptstraßen zu meiden. Das ist etwas unauffälliger. Wir sollten die Hauptstraßen lieber meiden, um nicht erkannt zu werden. Das stimmt. Erzähl mir was Neues. Oh, da ist ja einer. Oh Gott. Zum Glück macht sie den Job. Boah, wie schafft sie das? Wow, schick, schick. Geile Nobelschuppen. Das sind die Häuser der Oberschicht. Ah ja, die Upper East Side. Wir sind im nördlichen Stadtteil. Voll schön. Schwärmt aus! Weit kann sie nicht sein! Sie haben schon gemerkt, dass ich ausgebrochen bin. Scheinbar wurde deine Flucht bemerkt. Bleib in den Schatten und spute dich. Oh nein. Bleib in den Schatten. Und spute Gute Idee. Dass sie sich nicht wundert, was ich für Sneaker anhab und alles. Nimm dir ein Beispiel an ihr. Sie schätzt meine Ideen.
Oh Gott, ich laufe einfach nur hinterher. Lass dich nicht von den Wachen entdecken. Oh Gott, das ist für mich immer nicht so einfach. Aber warum laufen wir jetzt an der hell beleuchteten Wand lang und nicht beim Schatten? Oh Gott, Hilfe. Oh shit. Kein Scheiß. Oh Gott, da kommt doch einer. Und die da vorne könnte ich doch sehen. Was machst du denn? Die sind weg. Die kommen ja immer wieder. Oh nein, was machen die denn? Der schaut doch hier runter, oder? Der sieht mich doch. Safe. Oh Gott, Hilfe. Ich hab so Angst. Ah. Armageddon, wo bist du? Oh Gott, die ist da unten. Die ist schon voll ohne mich weitergelatscht. Oh nein. Oh shit. Nun bist du sicher. Ah, danke. Ich wohne hier in der Nähe. Komm, ich hab Essen. Irgendwie kenne ich die doch auch. Ist die nicht auch irgendeine Schauspielerin? Was sowas von? Aber wo spielt die mit? Das war nicht gerade ein überschwängliches Danke. Niemand hilft anderen, ohne was dafür zu wollen. Ich bin misstrauisch. Vertraust du mir? Pff, du und ich, das ist wohl eher ein Zwangsbündnis. Ich könnte dich nicht loswerden, selbst wenn ich wollte. Sie hat ihr Leben riskiert, um dich aus dieser Zelle zu holen. Das hat sie. Und sie hat was zu futtern versprochen. Und du bist nicht neugierig, was sie will? Welch spannendes Rätsel. Was zu essen fände ich gerade spannender. Ja, ich glaube, ich kann die bestimmt später auch auch eliminieren, die Dudes. Aber ich glaube gerade eher nicht. Sollte ich nicht vielleicht auch gehen, dass ich nicht so... Also ich mit meinen Sneakers hier bin ja echt extrem auffällig. Falle ich auf, wenn ich den... Oh, ich wollte gerade zu der Wache hingehen. Darf ich nicht. Hier sind wir unter uns. Ich bin Ordin Keen. Tochter von Robian und Callista Keen. Oh, ich bin Frey Holland. Tochter von... was weiß ich wem. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist okay. Schnee von gestern. Schwamm drüber. Lügnerin. Wie süß. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mein Vater war ein namhafter Kognoszent. Kokos was? Kognoszent. Ich verstehe sowieso nur Bahnhof. Gehupft wie gesprungen. Du bist seltsam, Frey. Kognoszenten sind hochrespektierte Gelehrte hier in Ethia. Und meine Mutter war Generalin. Puh, das sind mal große Fußstapfen. Moment, war? Ich war fast mein ganzes Leben lang allein. Ich weiß, wie das ist. Ich habe keine Eltern. Nur ein paar Pflegeeltern, aber das war nie von Dauer. Dann findest du bestimmt auch, dass wir die Arschkarte haben? Dass wir helfen müssen. Gehupft wie gesprungen. Dass sie nichts zu dem Thema Arschkarte sagen. Hier wohne ich. Du lebst in der Bar? Darüber. Ich mag dich immer mehr. Also, gibt's was zu futtern? Den hattest du die ganze Zeit? Ich wollte, dass du mit mir kommst, Frey Holland. Tochter von was weiß ich wem. Sag einfach Frey und wirklich smart. Tja, danke für den Ausbruch, Lady, und den Apfel, aber hier trennen sich unsere Wege. Bitte warte! Hilf mir bitte, meine Heimat zu retten. Ah, des Rätsels Lösung. War doch klar. Tja, ohne mich. Der Bogen aus Licht und dieses Rauschen. Sie brachten dich her, richtig? Du willst zurück nach Hause, oder? Vielleicht kann ich dir helfen. Das war echt ein Pokéball. Holy shit, ist der Apfel riesig. Ein Drink, dann hau ich ab, okay?
Kennt jemand die Schauspielerin? Mir kommt die so bekannt vor. Also nicht die, sondern die andere. Schick. Wie in so einer Mittelalter-Spelunke. Anderes Land, andere Äpfel, aber hey! Wirklich. Entschuldigung, war ein Versehen. Her damit! Na los! Zweite Regel beim Klauen. Nie die Beute zurückgeben. Und die erste? Lass dich nicht kriegen. Was ist das überhaupt? Hier ist es wertloser Schrott. Wenn es nichts wert ist, warum kann ich es nicht haben? Netter Versuch, Zwerg. Zieh ab! So ein Handy würde, glaube ich, die Matrix komplett zerstören, wenn es dort bleiben würde. Ein Krug feinsten Gerstensaft, guter Mann. Das ist Monika Barbado. Ja, aber die andere, die rothaarige, oder? Uff, haut voll rein, ihr macht keine halben Sachen. Okay, lass hören, das Bierchen hält nicht lange. Mein Vater erforschte das Phänomen der sogenannten Torana sehr ausführlich. Barbaro. Der Tunnel aus Licht, durch den du kamst. Seine Schriften liefern vielleicht Antworten. Ich könnte sie dir zeigen. Und... Wusste ich's doch. Zum Ausgleich bringst du mir seine Aufzeichnungen über den Bruch. Sie sind... Auch im Bruch, hä? Du scheinst ja gegen ihn immun zu sein. Sieht so aus. Viele haben sich schon aus der Stadt gewagt, aber... Niemand kommt weit bevor... Bevor was? Du bist unsere einzige Hoffnung. Du bist anders. Okay, du kennst mich offenbar nicht. Ich weiß nicht. Komm, ich zeig's dir und... Danke. Ich hab nicht Ja gesagt. Folge Odin. Odin. Kaufst du dir das ab? Naja, möglich ist alles. Eine geringe Chance ist auch eine Chance. Ich will nicht zurück in diese Höllenlandschaft. Ach, du machst das schon. Schließlich bin ich ja bei dir. Wie tröstlich. Ich dachte gerade, die klettert da hoch, aber die wird wahrscheinlich nicht klettern. Wahrscheinlich zeigt die mir jetzt oben, wo diese ganzen, dieses Verderben ist, dieser Windsturm. Bella Balinska spielt Frey. Ach so. Und die andere ist das, was ich gerade vorgelesen habe. Ah, guck, das ist sie doch und ihre Eltern. Sind sie das? Deine Eltern? Ja, das wurde in einer Gilde der Kognoszenten gemalt. Vater war einer der Kognoszenten von Jenun. Er verlegte all seine Arbeit nach Prenost, kurz bevor der Bruch die Gilde in Jenun zerstörte. Seine Notizen sind in Prenost? Ja, er brachte mich hierher, damit ich vor dem Bruch sicher bin. Aber bald danach zog es ihn zurück zu seiner Forschung. Das ist 20 Jahre her. Wir sahen uns nie wieder. Und inzwischen wurde das gesamte Umland vom Bruch verschlungen. Erzähl mir von ihm. Er war ein kluger Mann, allseits beliebt. Er stand kurz vor seinem Ziel, den Bruch zu verlangsamen, vielleicht sogar umzukehren. Das Volk glaubte an ihn. Glaubte, dank ihm würde alles wieder wie es war. Ich versuche, seine Arbeit fortzuführen, damit Hoffnung bleibt. Hier, seine Notizen zu den Torana. Ja, sieht vertraut aus. Du kannst es haben, wenn du mir hilfst. Quid pro quo. Alles klar. Er bewahrte seine Bruchnotizen in roten Büchern auf. Du musst sie finden und zu mir bringen. Okay, ich hol also die Bücher, bring sie zu dir und wir sind quitt. Danach war's das dann für mich mit Helfen. Ich werde tun, was ich kann, um dich nach Hause zu bringen. Du hast mein Wort. Legst du dafür die Hand ins Feuer? Ich soll brennen?
Nein, nein, ist nur eine Redens... vergiss es. Ich werde diese Worte sofort vergessen. Gut. Okay, bin dabei. Wieso nicht? Ist nicht so, als hätte ich viele Optionen. Das sind gute Neuigkeiten. Ist so süß. Du leistest Ethia einen großen Dienst damit. Darum geht's mir zwar nicht, aber klar, okay. Bevor du einen Ausflug in den Bruch unternimmst, solltest du dich ausruhen. Ich gehe morgen früh. Wo kann ich mich aufs Ohr hauen? Ohr hauen? Aufs Ohr. Schlafen. Oh, natürlich. Folge mir. Das ist geil. Am Arschkarte vorhin hat sie verstanden, ne? Da hat sie nicht nachgefragt, was es ist. Sei nicht richtig witziger Film oder so eine Serie. Du kannst jederzeit hier übernachten. Ich lege dir saubere Kleidung raus. Wenn du wirklich denkst, dass jemand aus der jetzigen Zeit ins Mittelalter kommt, wie die miteinander reden würden, was alles fehlen würde. Kein Strom, kein gar nichts. Ich wäre eh komplett lost wegen meinen Kontaktlinsen. Ich wäre da eh blind. Mann, was für ein Tag. Das kommt mir alles so unwirklich vor. Ich könnte da nicht schlafen. Und ich doch nicht, ist es wahr. Ich nicht wüsste, ob ich nach Hause komme oder morgen so. Morgen wird wieder ein langer Tag. Die Rothaarige sieht aus wie Amy von dem dritten Dark Picture Spiel. Ja, die Hygiene, keine Zähne putzen, Zahnschmerzen musst du ertragen, alles, Geburten musst du so auf natürlichen Wege ohne irgendwie Krankenhaushilfe alles oder Schmerzmittel ertragen. Viren, Bakterien im Mittelalter könnten eine kurze Reise, ja, das glaube ich auch. Richtig gruselig, wenn man das mal bedenkt, ne? Die Pest, die Seuche, alles. Zur Mittelalterzeit wären wir auch alle Riesen, oh ja. Ja, ja, das wäre richtig übel. Oh, was ist denn das? Voll die stylische Flechtfrisur gemacht auf einmal. Und die Schuhe, geil. Ausrüstung. Zur Ausrüstung zählen die Gegenstände, mit denen Frey sich ausstatten kann, um ihre Fertigkeiten und Werte zu verbessern. Wähle Ausrüstung im Menü aus, um eine aktuelle Auswahl zu verändern. Wenn du einen neuen Gegenstand erhältst, solltest du nachsehen, welche Effekte er hat. Kapuzenumhang. Um einen Umhang von der Art, wie sie die Bürger Kiplas im Alltag tragen, er gewährt keine besonderen Vorteile. Er sitzt gut und sieht halt gut aus. Ja, easy. Die Sneaker, wie geil, dass sie die noch anhat. Jetzt siehst du aus wie wir. Nur die Schuhe verraten dich. Das sind meine treuen Fluchthelfer. Die Treter bleiben. Letztes Wort. Einverstanden. Hier, die wirst du brauchen. Eine Karte Ethias, damit du dich nicht verläufst. Hier, da ist die Kognoszentengilde. Perfekt. So. Frey hat diese detaillierte Karte von Orden erhalten. Sie zeigt alle vier Reiche Ad Ethias, Junon, Prenost, Avolet und Visoria, sowie die Stadt Kippal in seinem Zentrum. Vor dem Bruch konnten die Menschen frei von einem Land ins andere reisen, aber diese Zeiten sind längst vorbei und heute weiß niemand, was aus den Orten, die aus der Karte markiert sind, inzwischen geworden sind. Ich glaube, dass der Reif damit irgendwas zu tun hat, um ehrlich zu sein. Die Forschung ihres Vaters. Okay. I'm ready. Erstmal alles klauen, da gibt's gar nichts mehr. Mit aktuellem Mana erleben sie was? Schön. Es ist endlich mal Tag. Und mich sucht keiner mehr, oder wie? Also ich habe jetzt einfach aufgegeben, mich zu suchen. Normalerweise würde hier doch alles durchsucht werden. Das ist Kippal. Die Sneaker sind so geil. Steck dir doch einen Apfel ein. Ein Apfel am Tag? Frey zu stärken vermag. Wie poetisch.
Ein XXL-Apfel bitte zum Mitnehmen. Die letzte Bastion der Menschheit ist einer vom Bruch verwüsteten Welt. Kipal wurde als unabhängiges Territorium außerhalb der Zuständigkeit eines bestimmten Reichs in Aethia gegründet. Da es hauptsächlich als neutraler Tagungsort der Tantas diente, war es die meiste Zeit des Jahres ein sehr ruhiger Ort mit nur einigen hundert Einwohnern. Doch als der Bruch sich immer weiter ausbreitete und mehr Menschen die Todesangst aus ihren Häusern flohen, wurde die Stadt bald von zehntausenden Flüchtlingen überrannt. Heute besteht Kipal aus einer Ober- und Unterstadt. Zwar werden die Rationen vom Rat recht zwischen beiden Bezirken aufgeteilt, doch die Unterschiede beim Lebensstandard sind kaum zu übersehen. Also wie heute. Nichts hat sich verändert. Kipal. In Kipal kannst du diverse kleinere Anekdoten erleben, bei denen es darum geht, Stadtbewohner zu helfen. Die Charaktere, um die es geht, erkennst du an einer Markierung um ihre Köpfe. Manche dieser Aufträge stellen möglicherweise im späteren Verlauf der Handlung nicht mehr zur Verfügung. Okay, also du musst so, die Sachen quasi machen. Wo geht's zu der Gilde der Kognoszenten? Wenn ich die Karte des Bauernmädchens richtig hier zum lese, Beispiel. Müssen wir zum Südtor der Stadt hinaus. Okay. Hey Boy. Dann mal nix wie los. Hey Boy, talk dirty to me. Bitte, leiht mir euer Ohr. Ich habe ein Lied für euch. Okay, das war's. Tschüss. Reicht. Nein, komm, ich will, dass wie er singt. Überaus bedauerlich. Bedauerlich. Warte, er soll es mir vorsingen. Ihr möchtet die Melodie doch hören? Ja, komm. Wohlan denn, lasst mich euch mit der Ballade der äußerst gewitzten Person aus Sipol beglücken. Boah, so hat man früher Frauen geklärt. Ist dir ernsthaft kein besserer Titel eingefallen? Komm mit. Hat sie euch ergriffen? Ich dachte eigentlich, du singst. Hat die klagende Melodie Bilder des nahenden Pesthauchs heraufbeschworen? Die Schreie seiner garstigen Bewohner? Das Game kommt morgen ist raus. Ist die unglückselige Bevölkerung der Stadt, wie ich, dazu verflucht, deren Mauern nie wieder zu verlassen? Wieder? Warst du etwa jemals da draußen? Aber ja doch. Welch ein Musikant wäre ich, würde ich nicht ausziehen, um durch Berg und Tal zu wandern. In meinen Träumen natürlich. Hey, Barde! Verbrecher durchstreifen die Straßen und du machst weiter deine Katzenmusik. Obwohl gerade eine Krise herrscht. Vergebt mir, aber es herrscht immer eine Krise. Nun, da hast du nicht unrecht, aber trotzdem... Sie ist eine Wache, Frey. Wir sollten gehen. Sofort. Ich verschwinde dann mal besser. Warte. Du bist... Schade, dass ihr gehen müsst, Holdemite. Doch die Zeit drängt. Auf wohl an. Auf wohl an. Das war eindeutig zu knapp. Aber dank des Narren sind wir entkommen. Traumwanderung für wahr. Ja, und dieses Lied... Okay, gehen wir mal raus. Also die ganze Stadt kann man erkunden, Quests annehmen, aber ich will noch mal gern raus in die neue Welt erkunden. Das muss er definitiv noch mal üben. Und ich kann ja auch keine Special-Kraft anwenden, sonst weiß wahrscheinlich jeder, was ich hier mache. Verdammt! Mann, ey. Oh, süß. Tja, das war ein kurzer Trip. Wie zum Teufel kommt man aus diesem Kaffee raus? Ich weiß einen Weg. Du? Läufst du mir etwa nach? Nö, aber ich könnte dir helfen. Echt? Ich kenne jeden Winkel hier. Mhm. Und was wird mich das kosten? Das Handy. Ein Apfel? Vielleicht? Oh, wie arm. Du läufst mir also doch nach. Oh. Klar. Hast Hunger, was? Bestimmt sehe ich in der mich und wir machen so eine richtig tolle Friendship. Folge mir. Oh. Mein neuer Hobo. So süß, Nanche schreibt. Ich liebe es, wenn Glühwein ein richtig spannendes Game spielt und dazu Ananas mit Schokostreusel snacke. Dann danke, liebe Jasmin, für einen schönen Abend mit lieben Menschen. Ach, das ist so süß. Bin wohl ziemlich berühmt hier. Berühmt, dass die Wachen dich jagen?
Ich glaube, das Game geht später noch viel mehr ab. Da kommen richtig krasse Gegner. Du kannst viel mehr deine Level skillen. Das geht ja jetzt schon beim Kämpfen richtig ab. Das ist mein Fundsachenlager. Alter, alles deine Beute? Nein, nicht alles. Du bist cool, Zwerg. Manchmal wissen die Leute gar nicht, was sie da wegwerfen. Ich mache oft neue Sachen aus der Beute. Hier, heil dich damit, wenn du dir wehtust. Okay, praktisch. Musst mir mal zeigen, wie das geht. Na klar, ich bring's dir bei. Ob wir uns überhaupt mit Menschen aus dem Mittelalter so unterhalten könnten? Ob die da überhaupt das alles verstehen würden, was wir sagen? Ich glaube irgendwie nicht, oder? Ich glaube, da wäre dann irgendwann schon so die Grenze. Fertigung. Mit Ressourcen, die du unterwegs findest, kannst du eine Umhänge und Halsketten aufwerten und diverse nützliche Dinge herstellen. Medizinbeutel erhöhen. Aufwerten, herstellen. Was stelle ich denn da jetzt gerade her? Einen neuen Gegenstand aus Materialien herstellen. Ich kann auch irgendwie gar nichts anderes auswählen, oder? Mit Hilfe der Fertigung. Lass es nochmal machen. Die Leute schmeißen echt alles Mögliche sehr verändert, glaube ich auch. Ja, vor allem. Ich glaube, die würden uns gar nicht mehr verstehen, oder? Ah, warte, da kann ich das alles einsammeln. Jetzt. Die würden sicherlich Schwäbisch verstehen. Dann würde ich gut überleben. Holy shit, das habe ich gerade alles gemacht. Aufwerten. Ja, werten wir auf. Treffer oder Verteidigung? Verteidigung haben wir gar nicht. Treffer können wir aufwerten. Was geht hier bei Herstellen? Medizin auf jeden Fall erhöhen. Und Heiltrank. Mehr kann ich nicht machen. Okay. Ob die Senftöpfle kennen? Doch. Die Lautverschiebungen wären vielleicht ein Hindernis, aber kein unüberwindbares. Was meinst du damit? Den wertlosen Schrott von neulich? Nein, nicht mein Handy. Und wehe, du klaust das Ding nochmal. Ich stehle nicht von Freunden. Freunden? Cool. Stimmt, ja, das ist ein guter Punkt, MK. Venner. Hier, guck mal. Wow, was ist das? Bist du eine Tante? Das ist eine Stiftlampe und nein, ich bin keine Tante. Was hat's mit denen überhaupt auf sich? Sie waren die stärksten und mächtigsten Frauen in Ethia. Sie hatten Kräfte. Und mit denen beschützten sie früher unser Land. Und schon bald wird's wieder so. Sie werden uns retten. Ich glaube, ich bin das. Hör zu. Nach meiner Erfahrung, achte besser auf dich selbst. Gerettet wird man nie, außer im Märchen. Oh doch. Keine Sorge. Okay, tja, ich muss weiter. Bloß keine Muttergefühle. Was war nochmal der beste Weg aus der Stadt? Nun, steig erstmal über die Mauer da. Dann bist du deinem Ziel schon etwas näher. Cool. Danke. Ich, wir sehen uns. Ich beschütze so lange die Stadt. Klar. Du kannst das. Ja, mit Henno habe ich Yu-Gi-Oh! Gespielt. Das war unfassbar geil. Das Video kommt noch. Das war unfassbar geil. Ich glaube echt, dass der Armreif damit was zu tun hat, weil guck mal, der sagt ja auch dazu nie was. Der kommentiert das alles gar nicht. Sonst sagt er zu allem etwas. So, let's go. Los geht's. Ich will jetzt mal raus. Wir gucken, wie es draußen aussieht. Ich will nicht so viel spoilern, aber es war auf jeden Fall so, dass er sich in den Raum gestellt hat und einfach nur entsetzt war und geschrien hat. Und es wird noch mal einen Kampf geben, eine Revanche. Okay, setzen wir mal dahin. Yes, da muss ich jetzt hin. Natürlich mal kurz mal die Karte angucken. Karte. So, kann ich da irgendwie rauszoomen?
Bewegen, gesamte Karte anzeigen. Oh, look at this. Da gibt's echt viel. Krass. Okay. Dann. Du traust also niemandem. Außer Kassenkindern. Warum? Weil ich selbst eins war, okay? Belassen wir es dabei. Was sind das denn für Dinger? Sind das Menschen? Das passiert wohl, wenn Menschen. Ich kann oh, sie nicht. Wenn Menschen. Du hast keine Wahl. Ist es. Das sind Menschen, die von diesem Bruch gefunden worden sind. Das meinte Orden also damit, dass hier draußen niemand weit gekommen ist. Das ist ja, warum die Leute in Zipol lieber in den Mauern bleiben. Das erinnert mich gerade mit der Pflanze ein bisschen an Zombie vs. Plants. Komme ich da hoch? Nee. Okay, schade. Ich dachte, ich kann da hochflitzen. Ja. Ich will mal ein bisschen Aussicht haben. Segensporn. Wow. Hilfst du das auch? Das sind sie. Was soll denn tue ich da? Oh, geil! Jetzt komme ich da hoch. Yee. Geil. Was zur Hölle war das? Ist etwas passiert? Ich weiß nicht. Ich fühle mich mächtiger, glaube ich. Pilgerzuflucht. Pilgerzuflucht sind über die ganze Welt verstreut. An diesen geschützten Orten kannst du eine Rast einlegen. Ach, nice! Ja. Eigentlich kann ich da draußen machen, was ich will, weil ich bin ja die Einzige, der das nichts ausmacht. Geilo, rein mal da in den Stall. Schneller Ortswechsel. Ach, da kann ich auch von Ort zu Ort wechseln. Nice. Und was sie hinter der Tür erblickte, hätte sie sich im Traum nicht ausmalen können. Ein echtes Bett! Ja, erstmal schlafen. Geil. Ausruhen. Yay. Erstmal so 500 Meter gegangen, direkt mal schlafen. Ist jetzt dunkel? Das war vielleicht nicht so schlau, oder? Boah, ich könnte mit den ganzen Klamotten an gar nicht pennen. Nur noch ein paar Minuten. Bitte. Die Tantas arbeiten lange und schwer, um Ethia zu einem Ort zu machen, wo alle reiche Frieden genießen und die Menschen ein glückliches Leben führen konnten. Dann kam jemand und hat es kaputt gemacht. Innerhalb eines Jahres nach seinem ersten Auftreten hat der Bruch 99% der Bevölkerung Ethias direkt oder indirekt ausgelöscht. Die Menschen wurden entweder in verstandlose Bestien verwandelt oder von selbigen getötet. Oder schlimmer noch, von den Tantas, von denen sie sich einst hatten regieren lassen. Nur die wenigen, die es bis nach Kippa geschafft haben, kamen mit dem Leben davon. Warum haben die das gemacht? Warum wurden die alle böse? Ich wette mit dir, der Armreif ist böse. Ich wette es mit euch. Auf hey. Zu neuen Abenteuern. Ja, ich glaube, der... Das klingt ja, als wären wir zum Spaß unterwegs. Ich versuche nur, dich aufzuheitern. Können wir da runter? Oh, tatsächlich. Tatsächlich ist hier einfach nur dichter Nebel. Aber Leute, hiermit würde ich an dieser Stelle einmal einen Cut machen. Falls euch Forspoken also zugesagt hat, dann könnt ihr das gerne unten in der Beschreibung oder unter Ausrufezeichen Forspoken einmal abchecken. Die Demo könnt ihr auch zuerst spielen. Könnt ihr auch dann euch gerne sonst auch mal unter dem Link näher anschauen unten in der Beschreibung. Und vor allem kommt das Spiel ab dem 24.01. raus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.
Sagt mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren. Mir gefällt es vom Spielfluss sehr gut. Man lernt sehr viel, sehr schnell, aber es ist gut erklärt. Das ist anfangs ein langes Tutorial, das sich aber nicht nach Tutorial anfängt. Ich finde die Story cool. Ich bin neugierig auf das Verderben. Wie sieht es aus? Wo kommt es her? Was hat mit diesen vier Göttinnen auf sich? Ist Reif ein Verräter? Ist es nicht? Also es gibt noch so viel aufzudecken und zu klären. Es ist auch ein ganz großes Open-World-Game. Also ihr habt da auch sehr viel Zeit, die ihr investieren könnt. Ihr könnt alles durchsuchen, könnt aber auch storybasiert spielen. Gefällt mir deswegen sehr gut bis hier. Ich bin gespannt auf eure Meinung und vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön an Square Enix für diese wunderbare Möglichkeit. Und wir sehen uns in den nächsten Videos.